läuft wie verrückt. Guckt euch die Wand an, ein geiles Ding. Wir sind jetzt bei 10 Fischen. Vielleicht hängt ja hier was Besonderes dran. So Zeile oder so. Zur Abwechslung. The fight comes to an end. Epische Musik. Calm goes down. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf unseren YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie auch zu den letzten Videos haben wir natürlich für diesen Film wieder ein richtig geiles Gewinnspiel für euch vorbereitet. Diesmal in Kooperation mit Korda. Ihr könnt mein Rigsafe gewinnen plus 5 Kilo Fresh Maple in der Größe eurer Wahl plus 500 Milliliter Liquid plus 50 Gramm Match to Hatch Fresh Maple Poppies. Was ihr dafür tun müsst, ist einmal den Kanal abonnieren, dem Video einen Like verpassen und in die Kommentare schreiben, wie viele Zeiler ihr in diesem Video gesehen habt. Ich würde sagen, wir sappeln gar nicht lange rum. Viel Spaß mit dem Video. Film ab. Männer, es eskaliert. Wir wollten eigentlich erst morgen früh anfangen mit Film, aber das ist jetzt innerhalb von anderthalb Stunden der vierte Fisch. Niklas hat den ganz klein. Ja, meine sind auch nicht groß. Und zwei haben wir noch im Kescher. Jetzt lief ja die Bonusrute in der Ecke ab. Ja, der wird auch nicht so deutlich größer sein, aber Wahnsinn. Wahnsinn, was hier los ist. Schaut euch die Bombe an. Ist immer noch der erste Tag. Wir sind jetzt bei 10 Fischen. Wahnsinn. Am letzten Tag haben die Fische richtig angefangen zu fressen. Letzte Woche lief es noch nicht so gut. Die Jungs hatten eher die Fische auf Single Hookbait. Aber jetzt sind sie richtig im Fresslaune. Wahnsinn. Was eine Bombe. Und das ist erst der erste Tag. Geil. Herzlich willkommen zu unserem nächsten YouTube-Video hier aus Frankreich. Was soll ich sagen? Gestern angekommen und in den ersten Stunden ist es schon völlig eskaliert. Ich habe jetzt ja nicht mal 24 Stunden 11 Fische fangen können. Und hier in der Sling ist ja einer der größten Fische des Sees. Absoluter Wahnsinn.
Genau deshalb sind wir hier. Der Ort ist sehr, sehr speziell. Und ja, wenn ich den Fisch lifte und euch zeige, glaube ich, versteht ihr, was ich meine. Und ja, ich denke, wir quatschen hier gar nicht groß um den heißen Brei. Ich zeige euch diesen absoluten Endgegner. Und dann geht's weiter. Boah. Jungs, schaut euch die Bombe an. Wahnsinn. Ich versuche euch das Ding jetzt hier nochmal zu zeigen. Und dann lassen wir ihn wieder schwimmen. Aber ich würde sagen, ja, egal was jetzt noch passiert, der Trip hat sich schon mehr als gelohnt. Oh, die Mühen haben sich ausgezahlt. Oh, was ein krankes Tier. Beim Releasen von der Bombe hatten wir sofort wieder einen Take. Niklas war gerade noch da. Ja, was soll ich sagen? Was ist geiler als ein Zeiler? Zwei Zeiler. Deutlich kleiner, aber nicht weniger geil. Wahnsinn. Was ein Special Place. Was ein verrückter See. Unglaublich. Was soll ich sagen? Ich wiederhole mich. Es läuft, die Fische sind auf dem Futter. Maple bringt die Bites. Und hier haben wir Arnold, den Footballschädel. Was ein geiler Fisch. Wahnsinn. Ja, machen wir gar nicht groß rum. Setzen wir gleich wieder rein. Ja, nach dem großen Spiegler und dem kugelrunden Schuppi haben wir jetzt hier noch so eine Zeilerforelle gefangen. Lelle. Richtig schönes Fischbrötchen. Geil. Gummer bleibt Gummer. Zeile hin, Zeile her. Die Aufnahme haben wir gerade schon mal aufgenommen. Ich habe mich aber nicht gewählt genug ausgedrückt für meinen Kameramann. Deshalb machen wir das jetzt nochmal ordentlich. Nach dem großen Spiegler und dem dicken Schuppi kam das Fischbrötchen. Ja. So, nach vielen Ereignissen an dem heutigen Tage konnte ich auch wieder zuschlagen. Guckt euch die Wand an, ein geiles Ding. 21,7 Kilo. Oh, ich hatte heute ein bisschen Pech, eine meiner Routen ist gebrochen und lief alles nicht so, wie ich es wollte. Aber ich denke, damit macht einiges wieder gut. Yes! So, und auch für mich geht, ist besser als Einzeiler. Richtig, Zweizeiler. Sehr cooler Fisch. Makellos. Ein Traum. Wahrlich ein Traum.
Ja gut, morgen, am zweiten Morgen der Woche. Was wir alles schon gefangen haben, das geht wirklich ja, auf keine Kuhhaut. Absoluter Wahnsinn. Wir haben jetzt weit über 30 Fische fangen können. Zum Glück lassen sie uns in der Nacht weitestgehend in Ruhe. Da kommen dann meistens 2-3 Fische und das sind oftmals die besseren. War heute Nacht wieder so. Wir haben einen richtig guten Fisch. Aber sich zeigen lässt, aber mitmacht. Schaut euch das Brett an. Richtig geiler Fisch. Ich hatte noch einen 17 Kilo Ghost. Der ist mir aber aus dem Kescher abgehauen. Aber ich denke, das ist halb so wild. Bei der Anzahl an Fischen. Wahnsinn. Richtig geil. Wir machen jetzt noch 3-4 Bilder von dem und dann packen wir den wieder zurück. Ja, guten Morgen, schaut euch diesen Megafisch an, ein Two-Town, 18,3 Kilo schwer. Die Nächte sind sehr ruhig und am Morgen beginnen die Fische wieder mit dem Fressen und es ist für uns auch deutlich angenehmer nach den anstrengenden Tagen, die sie wirklich sind, dass wir nachts auch mal die Augen zumachen können. Mega, richtig geiler Fisch. Und das Schöne ist, es ist erst Tag 2. Schon der gestrige Morgen bis ca. 14 Uhr war relativ ruhig. Wir haben keine großartigen Bisse bekommen. Ja, jetzt hat sich das abgezeichnet, dass das heute genauso wird. Deshalb haben wir mit der Drohne geschaut, wo fressende Fische sind und haben im Bereich von Stelle 4 in der Holding Area vorm Holz einige Fische fressen sehen. Haben die Schlammwolken gesehen, die aufwühlen und sind jetzt schnell hier hinter gefahren. Haben mit der Drohne genau geschaut, wo sie sind und haben 2 Routen mit Spinner-Rigs drauf geworfen. Und ja, schauen jetzt mal, dass wir hier einen schnellen Biss verbuchen können und dann geht es zurück auf unsere normale Stelle. Besser geklappt als gedacht. Rucki Zucki ist der erste dran. Haben die Fische mit der Drohne lokalisiert. Haben 2 gelbe Yellow Banana drauf geworfen. Jetzt haben wir den ersten hier dran. Ah. Ja, da ist er. Da ist er, der kleine Milchner. Ja, ich würde sagen, Stalking-Mission erfüllt. Der kleine Kerl geht wieder rein und jetzt geht es zurück zu den Futterplätzen. So ab 15, 16 Uhr haben die meistens richtig gute Bisse produziert und um die Uhrzeit müssen die Ruten liegen und eine Handvoll Futter drauf. Perfekt. Ja, es ist wieder 16 Uhr, absolute Beißzeit hier am See. Der Meister Moos hat einen richtig geilen Football-Schuppi gefangen. Den halten wir jetzt mal in die Kamera. Ja, wenn man könnte die Uhr danach stellen. Gegen 16 Uhr fangen sich die Spulen an zu drehen. Bis dahin ist es relativ ruhig. Gestern habe ich versucht mit Futter zu aktivieren, das hat nicht geklappt. Heute habe ich die Plätze am Vormittag auslaufen lassen, habe dann mit Poppys drauf geangelt. Das hat auch nicht funktioniert. Wir waren dann fix stalken, weil Niklas mit der Drohne ein paar Fische im Flachwasser gefunden hat. Da konnte ich auch innerhalb von 20, 30 Minuten einen kleinen Schuppi fangen. Und dann sind wir schnell zurück, haben die Routen ready gemacht und innerhalb von 20 Minuten lief die erste ab. Auf einen Match-to-Hedge Fresh Maple Poppy am Spinner-Rig. Richtig guter Fisch, über 17 Kilo. In demselben Atemzug hatte Niklas einen Fisch, kleinen Schuppi, so um die 12-13 Kilo
und ich war gerade zurück am Spot, lief die Route erneut. Wieder ein Fisch, auf dem Kopf 16 Kilo, absoluter Wahnsinn. Ich zeig den euch mal, eine richtig fette Mutti. Boah. Was ein geiles Schwein, Wahnsinn. Die Fische stehen alle voll im Saft, sind richtig auf dem Futter. Ja, umso mehr ich reinschmeiße, umso schneller kommen die Takes. Wahnsinn, und umso dicker werden die Bäuche. Was ein geiler Fisch. Ja, wie ihr seht, ich glaube, ich muss nicht viel dazu erzählen. Es läuft wie verrückt. Aber Mann. Oh, nächster Fisch. Ja, Männer, ich wollte gerade erzählen, was die letzten Tage abging. Hab angefangen, von der Beißflaute zu sprechen. Naja, und schon läuft die Route wieder. Wahnsinn. Ja, klappe die zweite. Mal sehen, ob wir es jetzt schaffen, den Satz zu Ende zu bringen, bevor es wieder beißt. Route liegt wieder. Was ich erzählen wollte, wir sind Freitag gegen Mittag hier angekommen, hatten ruckzuck auch alle drei Eisen im Feuer. Und ich habe am Anfang wirklich relativ verhalten, vielleicht 10 Medium-Spombs auf jede Route gelegt. Und ja, innerhalb von wenigen Minuten hatten wir schon 3-4 Fische auf der Habenseite, was mir gezeigt hat, dass die Fische auf jeden Fall fressen und auf der Suche nach Nahrung sind. Ich habe dann in dem Moment sofort angefangen, deutlich mehr Futter einzubringen. Habe dann auf jede Route 2, 3, 4 Kilo Futter gelegt. Und umso mehr Futter ich eingebracht hat, umso schneller kamen die Bisse. Habe am Anfang auf Fluro-Poppies gesetzt am Spinner-Rig und habe relativ schnell gemerkt, okay, ganz klar, es sind viele kleinere Fische am Platz. Ich bekomme super schnell Bisse, aber ja, die Großen haben auf sich warten lassen. Also habe ich umgestellt, habe Match-to-Hedge-Poppies dran gemacht, in dem Fall Maple, weil ich auch Maple gefüttert hatte. Und innerhalb von kürzester Zeit kam auch schon der erste richtig gute Fisch, ihr habt es gesehen, knapp 25 Kilo. Dieser absolute Ausnahmefisch, dieser Riesenzeiler, einer der größten Zeiler im See. Ja, und somit war das Ziel, was ich hier hatte an dem See, oder das, was ich hier erreichen wollte, verfolgt habe, schon abgehakt. Und so zeitig in der Session sein Target schon erreicht zu haben, lässt einen natürlich sehr, sehr erleichtert weiter angeln, sage ich mal. Hab dann die Futtermengen drastisch nach oben geschraubt, alles oder nichts, und es zahlt sich aus. Wie gesagt, am Montagabend, und ich habe ca. 60 Kilo Futter eingebracht, bestehend aus Maple Boilies in 15 mm Rund- und Dumbbellform, ungefähr 10-15% Big Liver dazu gemischt, und ja, streckt das Ganze mit den Hauspellets. Was soll ich sagen, umso mehr ich einbringe, umso besser läuft es, umso kontinuierlicher ich fütter, umso schneller kommen die Bisse, umso mehr Bisse kommen. Und das Ziel ist jetzt, genau das so weiterzumachen, das Rad am Laufen zu halten und auch auf einen richtig dicken zu hoffen. Ja, Männer, der Wahnsinn geht weiter. Richtig schöner kleiner Zeiler. Hatte die Nacht die Ruten draußen. Hab gegen 5 um 6 Uhr wieder angefangen zu angeln und hatte innerhalb von 2-3 Stunden 6 Fische. Absoluter Wahnsinn. Jetzt ist über die Mittagszeit, ist immer ein bisschen Beißflaute. Aber das ist echt gar nicht schlimm. Wir brauchen die Zeit, um wieder zu spompen, neues Futter einzubringen. Und gegen 15, 16 Uhr kommen dann wieder die Bisse. Richtig geil. Das ist der zweite Fisch am Morgen. Da war es ein bisschen hektisch geworden. Und hab den Fisch einfach nur kurz abgehakt und im Kescher gelassen. Das ist ja super mit den Plattformen. Richtig tiefes Wasser davor. Und hatte den Fisch auf so 12, 13 Kilo geschätzt.
ja, jetzt beim Fotos machen haben wir festgestellt, dass er doch deutlich größer ist. Richtig geiles Tier. Wahnsinn. Schaut euch die Wand an. Geil. Sonne. Wahnsinnsfische. Richtig viel Futter. Was eine geile Zeit. Perfekt. Ja, damit begann mein Morgen. Wunderschöner 16 Kilo schwerer Spiegelkarpfen. Ein Traum von Fisch. Makellos. Es nimmt und nimmt kein Ende. Stimme gepiept. Und ja, aber was ich jetzt noch im Sling habe und euch zeige, das toppt mal wieder echt alles. Ja, was soll ich sagen? Ich zeige euch einfach direkt. Der Wahnsinn. Ich kann mich nicht satt sehen an den Fischen. Brutal schön. Wie gezeichnet, wie gemalt. Mega. Mir fehlen die Worte. Brutale Fische. Brutal. 17 Kilo schwer. Wahnsinn. Den vielleicht hängt ja hier was Besonderes dran. Eine Zeile oder so. Zur Abwechslung. And the fight comes to an end. Epische Musik. And when the sun goes down. Ja, hier ist der nächste. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, ich freue mich jetzt echt auf die Liege. Ja, bis dahin ist noch ein bisschen Arbeit. Aber positive Arbeit, denn die wird mit Fisch belohnt. Top, der kommt jetzt wieder zurück. Und dann zeigen wir euch den von Nico und dann geht's in die Nacht, weil es ist noch nicht mal spät. Die Sonne ist wahrscheinlich gerade erst mal 20 Minuten untergegangen. Feuer frei. Schaut euch das Gerät an. Angry Male hat beim Biss unfassbar Schnur genommen. Hätte ich den Fisch verloren, hätte ich den locker auf 20 plus geschätzt. Ja, der hat wirklich im Fight alles gegeben. Richtig tolles Tier, wunderschöner Fisch. Unfassbare Power. Richtig geil. Ja, frei. Stunden eskaliert es immer völlig. Ich komme nicht mal dazu, neues Futter einzubringen. Die Fische sind voll auf den Spots. Aber jetzt ist definitiv Ende. Haut rein.